Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück bei Rastan. Wir sind im vierten Abschnitt schon. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, was uns hier noch so alles Schönes erwartet. Sollen wir wirklich den Sprung darunter wagen? Werden wir jämmerlich verrecken, wenn wir dort unten landen? Oder sehen wir danach so aus wie diese Typen hier? Die einfach im Boden versinken. Vor Scham. Hoffe ich jedenfalls. Ach, du liebe Zeit. Sie können's halt. Ich verbuch das jetzt einfach mal unter Sie können's halt. Das Ganze ist immer noch komplett blind. Das heißt, ich werde hier ein bisschen Schwierigkeiten wahrscheinlich noch haben, weil das Spiel ist nicht so ganz einfach. Aber es kann nur besser werden. Es kann eigentlich nur besser werden. Im zweiten Part lief's nicht so gut. Im ersten eigentlich auch schon nicht. Ich gebe einfach mein Bestes. Wir gucken mal, wie wir das am besten hinbekommen. Und, das war jetzt natürlich nicht so schön. Ja, warum sind sie eigentlich alle so durch Wasser verletzlich? Irgendwie alle Spielfiguren, sogar Donald Duck, eine Ente, irgendwie durch Wasser verletzlich und die Schlangentante da unten spackt total ab. Und der Vogelmensch versucht mich zu greifen und ich werde ihn töten müssen, fürchte ich. So. Die tanzt immer noch da hinten rum. Würde ich gut. Warum nicht? Warum nicht aber Freude haben und, ach du meine Güte. Die wirft wieder mit Schlangen, oder? Ja, war ja klar. Oh Gott. Ja, sehr gut. Und der nächste Wassergraben. Natürlich wieder Carpadors, die hier raushüpfen. Mit ihrem Platscher. Aber diesmal nützt er was. Wunderbar. So. Was ist das denn für eine Brühe? Ist das auch was? Kann sein. Es kann vielleicht so eine Art Wasserfall sein oder so. Sehr schön animiert, nämlich gar nicht. Warum nicht? Jedes gescheite Spiel braucht einen nicht animierten Wasserfall. Falls das einer sein soll. Bug Bumble. Da ist wieder Bug Bumble. Oh Gott. Ich habe jetzt schon kaum noch Energie und es ist stockfinster hier geworden. Seht euch das mal an. Ich frage mich, wie dunkel es noch werden kann. Ob es überhaupt noch dunkler würde, ob das jetzt so bleibt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich. Aber zumindest können wir die Umrisse von den Wänden noch erkennen. Oh Gott. Ja, lasst mich doch mal... Mit der Energie gehe ich bestimmt nicht in den Dungeon. Was ist das denn hier noch? Ja, ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich hier noch komme und... was da noch alles so ist und dann laden wir den Save State mal. Autsch. Na super. Und das war's auch schon. Gut. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Erstmal diesen See voller Carpadors überwinden. Na? Kommen wir da überhaupt... Ja, so nicht. Das war zu kurz. Und jetzt hat die Liane falsch geschwungen, beziehungsweise nicht so, wie ich das wollte. Und das war gemein. So, wieder rüber über den Wasserfall oder was auch immer das sein soll. Ich kann hier die Piranhas auf die einkloppen, wie ich will, oder die kommen immer wieder. Ja, sieht so aus. Okay, dann habe ich ein Problem. Hm. Autsch. 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 Und nochmal Autsch. Und Bug Bumble und... Oh, Energie, 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 Energie. Sehr gut, sehr gut. Das war nützlich. Das war sehr wichtig, da ich hier nochmal Energie bekommen habe. Und ich hoffe, dass ich nochmal Energie bekomme. Wir können hier... Jetzt kommen aber viele von denen. Ach, wie dämlich. Jetzt ist die Energie wieder futsch. Wie soll ich mich denn dagegen jetzt wehren? Das ist ja übel. So. Okay. Jawohl, das hat sogar funktioniert. Wenn doch nur alles so klappen würde wie dieser Sprung eben. Oh Gott. Oh nein, die verfolgen mich jetzt die ganze Zeit, oder? Und von einem Wasserbecken ins nächste. Wunderbar. Schön machst du das, Rastan. Du hast heute Badetag, so wie es aussieht. Oh Gott. Ein wunderschöner Badetag für Rastan. Nur dummerweise ist Wasser anscheinend seine einzige Schwäche. Sein Kryptonit, wenn man es so will. Oh Gott, das ist doch... Solche Sprungpassagen sind dämlich. Da muss ich jetzt aber... Das glaube ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt genau aufpassen, wie ich es...
Okay, da darf ich nicht zu weit springen. So, und normal rüber und... Na, Mann! Ja, dazu stehe ich, was ich gesagt habe. Ich stehe zu allem, was ich sage. Warum also nicht auch zu völlig wahnsinnig gewordenen Geräuschen, die überhaupt keinen Sinn ergeben? Autsch. Autsch. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Das wäre sehr... Was ist denn... Was ist mit diesem Spiel? Das darf doch jetzt alles nicht mehr wahr sein. Okay, es läuft ja noch beschissener als im ersten und im zweiten Part zusammen. Ich kann ja... Ich komme nicht mal an dieser Stelle hier vorbei, die wirklich simpel ist. Oh Gott. Ich habe mich mit diesem Projekt übernommen, ich sehe das schon. Ich hätte vielleicht echt vorher mal... Solche Spiele darf ich wohl nicht blind spielen, das ist... Retro-Spiele sind nicht ohne zum Teil. Logisch, wenn die Spiele einfach wären, dann wäre ja auch schnell der Spielspaß futsch. Weil damals waren die Spiele ja nicht so lang, da mussten sie ja wenigstens herausfordernd sein. So erkläre ich mir das zumindest. Auf jeden Fall ist das Ganze hier ziemlich schwierig und das Ganze dann blind anzugehen, endet dann natürlich zwangsläufig in der Safe-State-Party. Oh Mann. Wie komme ich denn jetzt? Kann ich Wandsprünge? Ich kann Wandsprünge machen! Ich kann echt Wandsprünge machen! Er ist wie Mario. Nur viel besser. Das ist Mario auf Steroide, Leute. Obwohl, er ist grün angezogen. Vielleicht ist es auch Luigi. Oh, oh nein. Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi. Nein, nein, die bösen Gedanken verdrängen an Gay Luigi. Nein, das lassen wir mal. So, aber wir können Wandsprünge machen. Das finde ich sehr schön. Das ist natürlich wichtig. Das ist doch scheiße hier. Ich glaube, hier komme ich auch ohne Continue nicht weiter. Okay. Dann continuen wir halt mal. Dann sind wir unsere schöne Punktzahl von over 9000 zwar los, aber was soll's. Da müssen wir durch. Wir sind ja schon ziemlich lange im vierten Abschnitt. Oh, so ein einfach... Ich krieg so einen einfachen Sprung nicht hin. Ich hab echt einen Sprung. In der Schüssel. So, da bin ich wieder. Mit voller Energie und jeder Menge Safe States und einer Riesenaxt, die endlich mal benutzt werden will. Und zwar am besten bei diesem Typen hier. Der eignet sich dafür. Der ist prädestiniert für ein paar Axthiebe vom Allerfeinsten. Oh Gott, Feuergruben. Das ist... Nein, oh, das mit diesen Schrägen hier, das ist richtig dämlich. Richtig, richtig dämlich. Das sind die schlimmsten Passagen hier im Spiel irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, das sieht so, sah so einfach aus in dem Playthrough, den ich damals gesehen habe. Da ist es ja. Aber wenn jemand ein Spiel kann, lässt er es immer einfach aussehen. Und wenn man dann selbst spielt, denkt man, ja, vielleicht doch nicht ganz so einfach. Das ist immer das Gleiche. Aber ich glaube auch, dass man dieses Spiel, das sieht man schon an diesem einen Playthrough, den ich gesehen habe. Mit ein bisschen Übung ist das hier alles gar kein Ding mehr. Wenn man allerdings keine Übung hat, so wie ich, dann... Schaut man in die Röhre und denkt sich, wie komme ich denn hier lang? Fliegende Feuerbälle. Ich verbrenne mir den Hintern. Was mache ich denn nur? Oh mein Gott. Das schafft man... Wie soll man das zum Beispiel ohne Energieverlust schaffen? Das ist ja übel. Und... Back, bam, bell. Lass mich in Ruhe. So, ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Das Loch da oben kotzt irgendwas aus. Sieht sehr interessant aus. Autsch. Vielleicht sind es aber auch Baumstämme. Vielleicht können wir draufspringen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Baumstamm, oder? Also mit viel Fantasie und... So sahen Baumstämme früher aus in der Gaming-Welt. Warum nicht? Wir sind hier im Jahre 1988. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja fast so alt wie ich, dieses Spiel. Und... Ach du Scheiße. Oh Gott, der sieht aus wie Death... Der sieht aus wie Death Adder. Von den Golden Eggs-Teilen. Das war aber noch nicht der Endboss. Ich glaube, der Endboss war irgendwie so ein Drachenvieh. Das weiß ich nicht mehr genau. Oh, du meine Fresse. Ein riesengroßer Ritter, der mich an Death Adder erinnert. Das kann nicht gut werden. Mal schauen, wie weit wir gegen ihn kommen.
Vielleicht finde ich für ihn auch eine Taktik gegen diesen einen Zauberer, der einfach stehen geblieben ist. Das wär's ja. Aber ich will hier nicht noch ein Continue verbrauchen, auf gar keinen Fall. Das wäre doch schon das zweite in diesem Abschnitt. You can't continue. Leute, wir sind unsere Continues los. Das heißt, nach diesem Abschnitt habe ich keine Continues mehr. Und soll so die letzten Abschnitte des Spiels bestreiten. Und das darf nicht wahr sein. Ich glaube, ich kann das ganze Spiel nochmal von vorne beginnen. Aber keine Sorge, das mache ich nicht im Let's Play. Das mache ich dann offscreen. Aber ich würde einfach mal jetzt Folgendes zur Güte vorschlagen. Wenn mich dieser Typ endlich mal durchlassen würde. Wir besiegen diesen Boss. Wir gucken uns den nächsten Abschnitt dann nochmal an, was da so alles kommt. Und dann werde ich das Spiel nach dieser Aufnahme einfach nochmal neu starten und hoffen, dass wir damit mehr Continues und so weiter dann weitermachen können. Aber erstmal müssen wir gucken, wie wir diesen Typen besiegen. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Das will ich noch zeigen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich gebe dir 500 Punkte, Rastan, wenn du es schaffst, diesen Typen zu besiegen. Oh mein Gott. Da pack ich dir noch eine Belohnung und jede Menge Continues obendrauf, Rastan. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie besiegt man diesen Gegner, der mit komischen Kugeln wirft? Meine Güte, der hat aber eine Sprungkraft. Der gleitet hier rum wie eine... oder springt hier wie eine... Junge, wie ein junges Rehlein. Irgendwie glaubt man bei seinem Körpergewicht gar nicht. Aber der Typ, der ist grazil. Der ist wirklich grazil wie eine Elfe. Unfassbar. Wahnsinn. Ich bin hin und weg. Das ist ja richtig anmütig, wie der Typ hier rumspringt. Richtig hin und weg bin ich. Wäre Rastan doch nur so grazil. Aber nein, er ist ein Barbar. Er kann nur kloppen. Er kann wirklich nur kloppen. Wir hätten ihn Jürgen Klopp nennen sollen. Meine Güte, war der schlecht. Der war sowas von schlecht. Aber hey, so kriegen wir ihn. Habt ihr das gesehen? So könnten wir ihn kriegen. Wenn ich ihn nochmal dazu bringe, dass er da hochspringt, dann könnten wir von unten auf ihn einstechen. Wo immer wir ihn auch noch treffen. Ich will es gar nicht wissen. So wird das aber nichts. You can't continue. Das ist richtig übel. So. Aber egal. Wir haben hier einen schweren Kampf vor uns, so wie es aussieht. Wir werden es aber hinbekommen. Irgendwie wird das hinhauen. Da kenn ich nichts. Eine Schwertklopperei nach der anderen. Er ist auch ein Schwertkämpfer. Das ist ein Schwertkampf hier. Das werden wir doch wohl hinbekommen. Kein Schwertkämpfer der Welt kann mich aufhalten. Ich bin Rastan. Ich werde hier nicht ausrasten. Ja. Okay. Ich brauche eine Taktik. Ich brauche auf jeden Fall eine Taktik. Hm? Okay. Ja, das zum Beispiel ist eine Taktik, werte Herren. Werte Damen und Herren, natürlich meine ich. Okay, macht er jetzt mal denselben Fehler? Mal gucken. So, auf ihn zu. So, auf ihn zu und wieder weg. Auf ihn zu und wieder weg. Hey, jetzt komm, das kannst du den Zuschauern nicht antun. Machst du jetzt echt immer das Gleiche? Komm, du musst meinen verbliebenen 300 Zuschauern oder so musst du was bieten. Man kann jetzt nicht immer dasselbe tun. Ist ja genial. So kriegen wir ihn. Leute, so kriegen wir ihn. Ist das herrlich. Es gibt echt... Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das war natürlich ein bisschen dämlich. Aber wir kriegen ihn. Oder auch nicht. Jetzt robbt er zurück. Wir gucken aber einfach. Wir könnten ihn so kriegen. Er macht echt immer wieder dasselbe. Wir haben eine Taktik gegen den Typen gefunden. Und es sah lange nicht danach aus. Aber so können wir diesen Kampf endlich beenden. Wurde ja auch Zeit. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und zack. Das war's. Wir haben einen wunderschönen, großen, grazilen Gegner besiegt. Und betreten nun die letzte Runde. Oder... Ich glaube, es ist die letzte Runde. Es müsste die letzte Runde gewesen. Obwohl, das ist... War das der letzte Abschnitt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Aber wir haben kein Continue dafür übrig. Und ich glaube, das will ich nicht. Aber egal. Wir machen jetzt diesen Abschnitt einfach nochmal ganz kurz.
Das werde ich vielleicht noch zeigen und dann werde ich erstmal mich offscreen nochmal vielleicht um das Spiel kümmern. Das gibt mir auch die Gelegenheit nochmal zu trainieren, so ein bisschen abseits vom Let's Play. Auf jeden Fall. Die letzten Abschnitte bleiben dann natürlich blind, aber dann kann ich zumindest die vorherigen nochmal ein bisschen trainieren und auch nochmal ein bisschen mehr Kampfskills vielleicht aneignen. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Weil so wie es in diesem Part gelaufen ist, so soll es eigentlich nicht weitergehen. Oh Gott, jetzt lasst mich in Ruhe. Das kann ich euch nicht antun, wenn es so weitergeht, glaube ich. Oh Gott. Ist es jetzt Treibsand oder was? Egal, was es ist, wir werden es überwinden. Boah, wie fies. Ich springe jetzt hier aber einfach mal weiter. Völlig egal, wie viel Energie ich verliere. Wir gucken mal, wie lang dieser Abschnitt einfach mal ist. Vielleicht schaffen wir ihn. Wir rennen hier einfach durch, genau. Wir lassen uns von den Gegnern doch nicht beirren. Oh Gott, ich habe gedacht, die Schlange, die folgt mir jetzt ewig. Und heps. Ah, ja, genau in die Sandgrube rein. Das war ja richtig herrlich. Sind die Gegner ein bisschen tarnfarben hinter diesem Gebüsch oder was auch immer das ist da hinten? Und ja, wir haben den Abschnitt schon geschafft. Hier sind wir in einer Höhle. Gut, wunderbar, Leute. Da würde ich sagen, in diesem Level sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt erst einmal das Spiel neu starten, nochmal bis hierhin spielen, nochmal versuchen, weniger Continues bis hierhin zu verlieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part an selber Stelle wieder. Ich hoffe, dann läuft alles soweit gut. Und ja, wir werden nicht verzagen. Wir werden Rastan schaffen. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.